Was ist da los? Hoppe! Herrmann ist da! Ah! Was ist Teddy? Glück auf, Kollege Kehlmann. Was sagst du dazu? Raus! Uns wollen sie nicht oben schließen! Und das alles auf unsere Knochen! Sollen doch die da oben blechen! Der Schrank ist leer und der Bauch ist leer. Nur noch dieser Fisch hier. Das ist doch eine Gemeinheit. Den Mann muss sie unter die Erde bringen und ihren Jungen schmeißen sie raus. Ein Unglück folgt dem anderen. Der Kapitalismus ist unser Unglück. Warum häufen sich denn die Grubenkatastrophen? Die Kohle ist teuer, aber das Leben der Proleten ist billig. Deswegen müssen wir uns wehren. Streik! Na klar! Und dann wäre das Beste! Ja, das ist leicht gesagt! Damit wir auch noch die letzten Fänge loswerden. Wovon soll ich leben? Na, kannst du davon leben, du Klugscheißer? Sieh dir das an. Kollege Thälmann, Tanne sagt, in der Krise kann man nicht streiken. Stimmt das? Tarnow fürchtet, dass wir durch Streiks die Krise verschärfen. Also den Kapitalismus schwächen. Na und? Was wollen wir ja gerade? Der Kapitalismus muss immer Hiebe kriegen. Für uns gelten nicht die Interessen der Kapitalisten, sondern nur die der Arbeiter. Millionen warten auf Arbeit. Und wir sollen streiken? Ob die Unorganisierten mitmachen, ist eine große Frage. Und die Familien? Die Frauen haben doch Angst. Die halten uns bestimmt vom Kampf ab. Im mansfeldischen Grubenrevier, wo die Bergarbeiter seit 7 Wochen streiken, da hat eine Frau gesagt, ich habe meinem Mann die Treue am Altar geschworen und ich halte sie ihm auch im Streik. Unterschätzen wir nicht unsere Kraft? Unterschätzen wir nicht die Solidarität? Einen Finger kann man brechen, aber 5 Finger sind eine Faust. Vorwärts!